Hallo zusammen, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr mit Hilfe von Copy Transphoto Fotos vom Android zum PC und anschließend zum iPhone übertragen könnt. Besitzt ihr Copy Transphoto noch nicht, so schaut bitte in die Beschreibung, ladet es euch runter. Als erstes navigieren wir zu unserem Android-Gerät, in meinem Fall der Wechseldatenträger. Dort klicken wir auf den Ordner DCIM, dann Kamera und dann befinden sich in diesem Ordner unsere Fotos. Diese kopieren wir nun zuerst auf den PC. Dazu erstellen wir einen neuen Ordner wahlweise auf dem Desktop mit zum Beispiel dem Namen Fotos. In diesen Ordner kopieren wir nun alle Bilder aus unserem Camera-Ordner des Android-Geräts rein. Dafür markieren wir auch hier alle Bilder, gehen mit einem Rechtsklick auf Kopieren, gehen wieder auf den Ordner Fotos und klicken hier auf Einfügen. Nun öffnen wir Copy Transphoto und navigieren rechts in der Leiste zu unserem eben erstellten Ordner. Dazu klicke ich auf Bibliotheken, Desktop, Fotos. Nun werden alle Fotos angezeigt, die wir vorhin auf dem PC kopiert haben. Anschließend stecken wir unser Apple-Gerät ein, in meinem Fall ein iPhone 6. Das Laden der Mediathek kann eine Weile dauern. Ist alles geladen, so können wir links in der Spalte nun ein neues Album erstellen, indem wir hier oben auf das Icon klicken. Dieses können wir zum Beispiel Android-Fotos nennen. Nun markieren wir alle Bilder in der rechten Spalte und schieben sie nach links rüber. Dies kann je nach Bildergröße eine Weile dauern. Werden nun alle Fotos hier angezeigt, so klicken wir auf Änderungen speichern, um die Bilder auch wirklich auf unser Gerät zu übertragen. Wie ihr nun sehen könnt, sind alle Fotos erfolgreich auf meinem Gerät vorhanden. Vielen Dank fürs Zuschauen.